Hallo, 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 hier bin ich wieder und ich würde sagen, es geht jetzt hier voll ab in die Mine. Aber da ich hier keinen Bock habe, hier jetzt erstmal eine Kopfschmerztour durchzuziehen, haue ich jetzt hier die Blöcke hier noch weg. So, ich habe ja hier davor, da in der letzten Folge so, blablabla, in der letzten Folge eine Mine gefunden und die will ich jetzt erkunden. So schaut's aus. Ja, und ich bin gespannt, was wir finden. Hoff mal, dass ich was Anständiges finde. Die Kuh, das Eisen hier lasse ich weg. Ich habe heute nicht die beste, flotteste Zunge. Die ist irgendwie heute mit Knoten und so. Aber da punkt der Hund drauf. Dann geht's hier obi. Ja, da. Und dies und dies und dies. Ja, den wollte ich eigentlich nicht weghauen. Da, und 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 da. Und wir haben gleich wieder begrüßt, das finde ich super. Du gehst hier rein und du bekommst gleich mal so eine richtige, tolle, herzliche Begrüßung. Grüß dich! Wo ist denn? Na komm her, da Butt, da Butt, Butt. Hallo. Was? Was war das? Hier war zweites. Hier war zweites Bum Bum am Werk. Ja, wo gehen wir hin? Gute Frage, nächste Frage. Also dahin schon mal nicht, weil. Was wollt ihr hier von mir? Lasst mich doch in Frieden. Ich beleidige dich noch nicht mal. Ich sag doch jedes Mal, dass du voll ein putziges Flauscheviechchen bist. Wo kommen denn die immer her hier? Hier ist nix. Leucht mir hier mal aus. Gibt's ja nicht, wo die herkommen jetzt. Gleich so viele auf einmal. Das finde ich nicht lustig. Ich hab keinen Bock hier zu verrecken. Ups. Nochmal. Was haben wir hier? Ach du heilige Scheiße. Da gehe ich jetzt nicht lang. Nee, ich gehe jetzt wieder. Was haben wir da noch? Da? Was haben wir da noch? Da noch? Wollen wir da noch ausleuchten? Nicht, dass da nochmal so ein Wuselfisch kommt. Ja, hallo? Ja. Nee, nee, nee. Tot. Ihr könnt mich doch so kreuzweis da. So kreuzweis. So. Die ist da. Ja, käme jetzt da. Die ist da. Die ist. Jetzt machen wir da noch ein bisschen. Safe. So, Julia fällt wieder runter. Safe. Machen wir das jetzt. Und das gefällt mir schon mal gar nicht. Die ist da. Die ist da. Das, da, das. Machen wir weg. Nee, weil ich hasse das. Das ist doch unübersichtlich da. Da siehst du gar nicht, wo es lang geht. Außerdem verstecken sich dann die Viecher immer dahinter und spielen Julia erschrecken. Kann man das mal jemand erklären, was diese Scheiße hier soll? Ich habe irgendwo mal gelesen, dass angeblich in der 1.2 das verbessert wird, dass die Dungeon da, Dungeon sage ich schon, die Stollen nicht so in der Luft hängen. Dass man da, dass die Wege anständig gemacht werden. Habe ich gelesen. Aber wie ihr seht, ist dem nicht so. Ne, das hat jetzt nicht funktioniert. Ja, da gehen wir auf den Rückweg hin. Da will ich jetzt nicht. Wenn sich der Weg mir so versperrt, dann soll das bleiben lassen. Schauen wir mal. Da ist nichts. Kein Monster. Und da? Ach, kein Monster. Kein Monster. Ist nirgends Monster. Ist gut, wenn hier kein Monster ist. Die erschrecken mich nur immer. Da habe ich dann immer Angst. Fackeli, Fackel. Sag mal, habt ihr hier Angst? Ja, der hat Angst vor der Fackel. So ein komisches Schwammerlviech. Christi? Nein? Nein. Juhu. Erfahrungspunkte, Erfahrungspunkte. Und was haben wir hier? Da
geht's doch definitiv weiter, oder? Geht's weiter? Ja, es geht weiter. Oh, oh, oh. Wie ich das gewusst habe. Oh, cool. Nee, es war doch irgendwie klar, oder? Wenn da das Gleis da so in den Kies reingeht, dann muss es ja fast weitergehen. Wenn nicht, dann hätte ich mich jetzt einfach weitergegraben. Puh. Super, Sackgasse. Und nein, ich nehme das Eisen jetzt nicht mit. Das kann ich ja anders mal mitnehmen. Komm hier sicher wieder runter. Zum Cobblestone holen oder so. Ich hätte schon wieder höher. Macht's immer. Schub, 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 Gold. Ich hab Gold gefunden. Und nochmal Gold. Und nochmal Gold. Und nochmal Gold. Juhu. Und was haben wir hier Schönes? Ja. Nicht feststecken. So, das Zeug hier braucht man eigentlich auch nicht mitnehmen. Tue ich es jetzt mal trotzdem. Warum höre ich hier Nee, oder? Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Mit der Spinne? Ja, hallo. Nochmal den. Hey, was soll denn das jetzt? Warum? Wehe, du bist kein Dungeon. Wenn ich hier schon Minispinnen hier rumwuseln sehe, dann sei bitte. Der ist doch direkt ums Eck. Jo, der ist direkt ums Eck. Huhu, super. Und jetzt? Jetzt erstmal hier das Ganze safe machen da. Nee. Na, supi. Och, ich hasse das. Warum sind denn die Minispinnen nie in einem Dungeon? Ich will doch nur ein Dungeon. Ist doch langweilig so ohne Dungeon. Dungeon, Dungeon, Dungeon will ich haben. Den machen wir jetzt da mal sicher. Und ist wenigstens da hinten dann was. Wie wär's mal mit einer Kiste, liebe Spinnen? Mensch. Ist doch langweilig. Ich will eine Kiste. Ich will eine Kiste, eine Kiste, eine Kiste, eine Kiste will ich, eine Kiste will ich. Wo ist eine Kiste? Ich will eine Kiste. Na, immerhin Spinnenfäden habe ich ohne Ende. Hm, super. Super, Sackgasse. Was soll denn die Kacke? Für was habe ich denn diese scheiß Spinnweben weggehauen hier? Wenn dann hier gar nichts ist. Was soll denn das? Machen wir das hier wieder weg. Ja, super. Hallöchen, Hallöchen. Ja, lass mich doch in Ruhe. Ich muss mein Schwert erst suchen. Ich muss mir jetzt echt mal merken, auf welcher Zahl das Schwert liegt, damit ich das Schwert schneller habe. So, auf dieser Zahl. Gut. Damit ich das Schwert nächstes Mal schneller griffbereit habe, weil sonst killen die mich wirklich noch irgendwann. Und ich habe keinen Bock zu sterben. Denn das bin ich ja in meinen ersten Let's Play-Dingens da, in meinen ersten Let's Play-Versuch oft genug. Jede Menge Holz. Und ist hier was? Sackgasse. Ich höre einen Zombie. Ich höre einen Zombie. Ich höre einen Zombie. Wo ist denn der Zombie? Mr. Zombie. Super, hier ist auch nichts. Machen wir aber mal vorsichtshalber zu, nicht, dass sich da was versteckt dahinter. Oder da drunter. Nee, hier ist nichts los. Schade. Schade. Super, da ist auch nichts. Ich höre doch einen Zombie. Ich höre doch einen Zombie. Zombie? Zombie? Wo ist er denn? Der ist mit Sicherheit wieder irgendwo hinter der Mauer. Wo habe ich denn den jetzt gehört?
Hier irgendwo muss noch was sein. Da kam die Lava aus der Wand. Ich höre doch da was. Wenn ich jetzt wüsste, ob es unter mir ist oder über mir. Ah, egal, vielleicht finde ich es ja noch. Gut. Dann geht's jetzt zurück. Zurück, zurück, zurück. Schauen wir mal, wo müssen wir dann als nächstes hin? Da unten ist es so verräterisch dunkel. Da war ich also noch nicht. Haben wir auch noch was? Gehe ich jetzt schon wieder auf den Abgrund zu? Na super. Hallo, ist da nirgends so eine Kiste? Oh je. Ach Mensch, das finde ich jetzt so ärgerlich hier. Soll ich mich jetzt hier überall rüberbauen oder was? Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Da fällt mir ein, ich hätte mir einen Bogen mitnehmen sollen. Jetzt machen wir das mal hier weg. Ja, genau. Darf ich mir die Arbeit selbst nicht machen mit dem Holz? Und da geht's schon wieder weiter. Hui. Hui, hui, hui. Machen wir das weg und das weg und das weg. Ist da was dahinter? Ich finde es immer so doof, wenn die Gleise immer voll Gas auf die Wand zusteuern. Da meint man immer, da geht's dahinter weiter. Und da geht's dahinter weiter. Ja, cool. Bin schon wieder auf dem besten Weg, mich zu verlaufen. Da ist nichts. Also ein grünes Flauschviech. Schnell weg, wenn das Viech kommt. Kiste. Lass mich doch in Ruhe. Was willst du denn von mir? Was soll denn diese Kiste hier bitte? Da ist ja gar nichts drin. Kohle und Eisen, Spitzenklasse, muss ich schon sagen. Was willst jetzt du schon wieder? Mach mal eine kontrollierte Sprengung mit dir. Genau, danke. Ja, und ich muss sagen, jetzt muss ich erst mal schauen, wo ich hergekommen bin. Hergekommen bin ich von hier, genau. Gut, das heißt, ich entscheide mich jetzt für einen Weg und ich entscheide mich für diesen Weg. Sonst verlaufe ich mich hier noch mausetot. Da ist nichts. Ah, super. Spitze. Ja. Hier muss doch irgendwo eine Kiste sein, ne? Anständige, nicht das hier. Und geht's da weiter? So viel Kies. Okay, ich weiß, ja, ich weiß schon, dass hier ein Dungeon sein muss. Wenn mir schon wieder eine Minispinne runterkracht. Und wo? Da oben, also irgendwo da oben. Ja, super. Hey, Leute, jetzt verarscht's mich nicht da. Jetzt schmeiß das Schwert da noch weg. Geht schon wieder rund hier heute bei mir da. Also nochmal. Wenn da schon eine Minispinne ist, dann schauen wir mal. Wo ist der Dungeon? Oder der Spawner? Einen Dungeon kriege ich ja mit Sicherheit wieder nicht. Wäre ja zu viel verlangt, dass ich mir da einen wünsche. Ach herrje. Nicht. Ich will jetzt irgendwie lieber erstmal hier unten weitermachen, da. Ist hier nichts mehr. Sieht nicht so aus. Ich mutiere zum Zombie.
Ich werde jetzt selbst zum Zombie. Bleib jetzt hier mal hängen. Okay. Also machen wir hier wieder weiter. Dieses ganze Holz hier wegzuhauen, damit das Ganze wieder übersichtlich wird. Maus ist auch mal wieder hängen geblieben. Was ist da oben? Da oben ist vielleicht was. Schauen wir aber danach. Danach erst. Jetzt hauen wir erstmal das Zeug hier weg, damit es auch ein bisschen heller wird da. Und spätestens jetzt habe ich mich sowieso verfranst. Ah, ich finde schon wieder raus. Glaube ich mal. Hier ist nix. Hier war ich schon. Hallo. Ach, stimmt, das war das, wo die Kiste war. Mach wieder kontrollierte Sprengung, würde ich sagen. Oder auch nicht. Wo kommst du denn du eigentlich her? Okay. Hier ist also wieder ein Übergang auf die andere Seite. Und da unten steht genau das, wo ich mir dachte, für das hätte ich eigentlich einen Bogen mitnehmen sollen. Weil wie soll ich mich denn da später rüberbauen, wenn da ein Skelett drüben steht? Hallo. Ich bin echt auf Kriegsfuß mit den Spinnfäden hier. Wieso sind hier eigentlich schon wieder so viele Spinnfäden? Wieso, wieso, wieso? Mir ein Stöpsel rein. Ja, wo kommt denn das Wasser her? Ach, da hinten. Ja, und dran vorbei. So, jetzt aber. So viele Spinne, wie ich hier schon wieder höre, ist hier mit Sicherheit noch ein Spawner in der Nähe. Ich höre schon. Kannst mir schon vorstellen. Wieder so ein Mini-Spider-Spinnen-Spawner. Ist mir noch eine Kleinigkeit. Und was haben wir hier? Nix haben wir hier. Super. Ah. Oh Mann, Mann, Mann. Habe ich nicht auf diese. Doch, genau. Hier auf dieser Höhe hört man sie, die Spinnen. Ist ja nix. Da vorne sind die Spinnennetze. Es ist da vorne irgendwo schon wieder ein Spawner. Irgendwo hier. Ja. Ja, natürlich. Irgendwo hier ist er. Da gehen wir jetzt mal rüber. Straight away durch die Wand durch. Ich sehe sie schon, die erste Spinne. Uah. Und natürlich ein Spawner, war ja klar. Ja, super. Wenn sie in den eigenen Spinnennetz verheddern. Ja, super. Hoffentlich killen mich die jetzt dann nicht, bevor ich überhaupt so weit bin, dass ich bei dem Spawner angekommen bin. Ah. Und wo ist er jetzt? Da ist er. Nein, 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 nein. Du schubst mich da nicht ab. Das kannst du vergessen. Nix gibt's. Spawner mitten im Wasser. Ja, super. Soll ich ihn das jetzt anstellen? So ein die Kacke hier. Hätte ich mir eigentlich denken können, dass es nicht funktioniert. Ja. Ach so, dürften. Ja. Weg mit euch, ihr Ungetiere da. Ich will doch nur hier dicht machen. Das gibt's doch nicht.
Wie fließt denn das Wasser hier? Das mag ich nicht mehr. Pff, kann mir doch kreuzweise der Spawner hier. Den kann ich ein andermal auch ausschalten. Ja, wo ist denn? Nerv mich nicht. Ich will den Spawner jetzt ausschalten. Und du mach dazu, danke. So, und jetzt muss man in aller Ruhe überlegen, wie ich diesen scheiß Spawner jetzt hier ausschalte. Oder sagen wir mal so, ich überlege mir das in der nächsten Folge. Mhm. Ja, ist nämlich schon wieder die Zeit vorbei, das ist der Wahnsinn. Ja. Also dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.